So, herzlich willkommen zu einem neuen... Nee, warte. Das ist dein Blog, ne? Warte. So, jetzt ist richtig. Wir sind gerade auf dem Weg zum Amt. Denn ich muss meinen Reisepass abholen und du... Ich muss mich ummelden. Du hast richtig Durst, ne? Ich nehme eine ökologische Fritz-Cola. Oh, willst du mir auch eine ausgeben? Natürlich. So eine Fritz-Limo. Kannst du rausholen? Ja. Ich nehme eine ganz normale Fritz-Cola. Apfelsaft oder diese, ich glaube schon diese Limo. Ja. Ja, meine Hand ist das ja nur. Ist ja nur. Was ist das? Die sieht so komisch aus. Zitronen, okay. Bitteschön. Ah, haben Sie einen Flaschenöffner? Der hängt draußen an der Schuhe links. Das ist ja super. Danke, ja. Danke. Schönen Tag noch. Okay, für dich auch. Hallo, ich kenne euch. Ja, sau cool. Machst du die auch? Ich muss so ein Thema nicht ansprechen. Halt fest. Sehr gut. Prost. Dann Prost. Erfrischend. So ist es schön. Wo gehen wir jetzt hin? Wir gehen jetzt zum Amt. Oh je. Oh je. Yeah. Vorher trinken wir aus und genießen noch ein bisschen das schöne Wetter. Und fahren ein bisschen an Bord. Okay. Okay. So, jetzt sind wir beim Kundenzentrum hier in Köln. Hier habe ich bei letzter Woche meinen Reiseausweis beantragt und den bekomme ich heute. So, wir sind jetzt draußen. Es gab noch ein Problem. Anton wollte eigentlich sich als Kölner anmelden und ich wollte nur den Reiseausweis abholen. Anton konnte sich heute nicht anmelden, weil die Warteschlange unnormal lang war. Jo. Und dann haben wir es verschoben, also mit einem Termin. Und ich hatte das Problem, ich hatte mein Reise, mein Bild, mein Foto, mein Passfoto für den Reiseausweis, hatte ich die Mütze nur so ein bisschen nach hinten gezogen. Dachte ich, ja gut, man sieht mein Gesicht voll gut. Aber sie hat mir jetzt gesagt, gerade erst, also die letzte Frau hat mir jetzt nicht gesagt, wo ich es gemacht habe, die hat mir jetzt gesagt, nee, das können wir nicht durchgehen lassen, weil in Amerika sind die da super streng und man darf keine Mütze tragen bei dem Ausweis und vor allem keine Wollmütze, so, nee, das geht nicht. Und dann habe ich jetzt gerade ein neues Foto gemacht, durfte aber aus Kulanzgründen, also ich habe nochmal einen Expressversand bekommen, das heißt, der ist diese Woche wieder da, der neue, habe aus Kulanzgründen nichts bezahlen müssen dafür, weil ich ja letztes Mal schon 91 Euro Expressversand bezahlt habe und durfte direkt durch diese Warteschlange durch. Habe jetzt den alten Ausweis, der heute angekommen ist, habe ich jetzt bekommen. Den muss ich aber dann austauschen, wenn ich den neuen bekomme. Kann ich mir mal anschauen? Ja. Ja, da ist halt die Mütze, ne? Ja, ja, wir zeigen. Ah, ja, nee, die geht nicht, die ganzen Daten. Oh. Gut. Wir gehen jetzt was essen noch. Wir gehen jetzt was essen, bis gleich. Andere braucht noch ein paar Klamotten vor der Weltreise. Vor allem ein bisschen Boxershorts und so Unterwäsche. Was? Ja, vor der Weltreise wichtig, ist auf jeden Fall klar. Und leider. Ferien. Leider ist Ferien, saugutes Wetter. Tag. Ferien, saugutes Wetter. Und wir müssen jetzt in die große Einkaufsstraße. Das ist eigentlich das Selbstmord, was wir jetzt machen. Ja, ist aber, wieder ein Kopf-Modus. Aber ich tarn mich jetzt. Erstmal Tattoo stecken. Dann Kapuze. Ja, klar. Die Tarnung funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Okay, wie ihr seht, die Tarnung funktioniert perfekt. Ja. Ich glaube, ich mache die jetzt komplett nach hinten. Das ist das Problem. Das T-Shirt ist auch das Problem. Ah, du musst ihn auch schön zuziehen. Ja, okay. Jetzt gehen wir shoppen. Yeah. Zeig mal. Das geht eigentlich, ne? Süßer Boy. Okay. Jetzt pass auf, jetzt machen wir noch was. Noch ein bisschen mehr Tarnung. Die Boards nehme ich in die Hand, weil das fällt auf. Du siehst lustig aus. So. Okay.
Ja, du bist trotzdem auffällig. Ja. Komm, jetzt müssen wir wirklich vorsichtig durch die Stadt. Da ist die Einkaufsstraße. Simon Unge! Halt deine Schnauze. Guck mal, wie viele Leute das sind. Ja, wenn du zum Klamottenshop willst, müssen wir da durch. Okay, es wird jetzt stressig, Ich mache jetzt mal versteckte Kamera. Hi. Ja, aber an die Seite, komm schnell. Wir versuchen gerade unerkannt hier durchzulaufen. Okay. Bin ich im Video? Ja. Oh, geil. Hi. Hi. So, wir versuchen gerade unerkannt durch die Gegend zu laufen. Aber von vorne erkennen es Leute, aber von hinten ist es schon stark, die Duets zu verstecken. Ja. Sie sind auch drauf gleich. Chillig. Danke. Schönen Tag noch, hau rein. Viel Glück auf der Welt. Danke, danke. Okay, wir werden von... Hi. Ja, kommst du mit Zeit. Wir dürfen niemanden angucken. Stell dich, passt das? Ja, komm schnell an die Seite. So, jetzt komm ich. Wir kommen jetzt mehr weg. Hi. Sehr cool. Kein Thema, schönen Tag noch. Genießt das schöne Wetter. Ciao, ciao. Ach, nur so Internetmenschen. Okay. Okay, also von vorne werden wir sofort erkannt. Wir können hier echt, es kommen immer mehr Leute vorbei. Deswegen gehen wir über die Seitenstraße, wenn wir erkannt werden. Aber von hinten ist es schon eine gute Tarnung, wenn die Dreadlocks nicht rausgucken. Also es ist schon ist ein bisschen Tarnung, ein bisschen. Jo. Ja, komm eben schnell mit. Mitten auf der Straße ist zu krass. Alles hin. Ja. Danke schön. Kein Thema. Machen wir ein Selfie? Ja, machen wir. Wir machen das schon mit der Vorderkamera. Da ist ja so eine, Vorderkamera dran. Das kann man auch einfach so machen. Einfach da drauf. Wir können auch vorne machen. Ja, oder so. Ja. Oder Enzo sollen. Ja, kriegen wir den. Ja. Enzo mit. Ja. Alles schön. Danke. Kein Thema. Schönen Tag noch. Lisa, schön. Dankeschön. Ja, klar. Wir haben uns jetzt mitten im Klamottenladen einfach versteckt, damit die Leute, nicht noch mehr Leute kommen, weil hier, die stehen jetzt hier alle an. Okay, wir sind gerade in diesen Laden hier reingegangen. Eben gesagt. Achso, gut. Das Wichtigste ist nämlich, wenn man erkannt wird, sofort von der Straße weg, weil wenn wir auf der Straße erkannt werden, oder sehen, jetzt haben sie direkt wieder welche erkannt, wenn man auf der Straße erkannt wird, dann kommen immer mehr und immer mehr und immer mehr. Das wird eine richtige Traube, weil es kommen auch Leute, die einen nicht kennen, wenn es genug Leute gibt, die ein Foto machen. Wenn es genug Leute gibt, die ein Foto machen, dann kommen auch Leute, die ich gar nicht kenne und denken, hör, der macht ein Foto, dann machen wir auch ein Foto. Und dann gibt es irgendwann eine richtige Menschentraube. Ja. Immer weggehen direkt. Hallo. Hi. Willst du ein Foto? Ja. Ja, klar, gerne. Machst du ein Foto? Ja, kann ich vielleicht irgendwie mit eins machen? Ja, klar. Ja. Die Tarnung funktioniert schon relativ gut, weil sonst hätten wir gar nicht geschafft, überhaupt hier durchzugehen. Ja, ist aber jetzt schon krass. Ja, aber es ist halt das Leben. Da musst wir gehen immer von Laden zu Laden. Ja, da musst du mit klarkommen, ne? Irgendwann. Shit. Freue mich für Sie. So. Okay, ihr seid alle wunschlos glücklich? Ja. Sehr cool, dann schönen Tag noch. Ciao, ciao. Wir sind, alle nett. Alle immer nett. Klar, die Sache ist ja auch nicht die, wir gehen ja nicht Leuten aus dem Weg, weil die Leute irgendwie doof sind oder so. Bitte nicht falsch verstehen. Die Sache ist nur, also ich habe noch nie in meinem Leben, wirklich noch nie, einen Zuschauer getroffen, wo ich dachte, boah, so ein Arschloch, noch nie. Aber die Masse an Leuten ist halt das Problem, weil wir sind halt alleine und ihr seid so viele. Ja, Moment.
Seite macht sie ein Foto. Okay. Das kriegen wir hin. Anna, komm auch mit drauf. Ich auch. Da, die Seite, ja. Sehr schön. Kein Thema. Schönen Tag. Wir kommen hier einfach nicht weg, weil es kommen immer und immer mehr. Wir müssen weg von dieser Straße. Naja. Wir sind extra in die Seitenstraße reingegangen, damit nicht noch mehr Leute kommen. Aber das bringt aber nichts. Das bringt nichts, es kommen die ganze Zeit Leute. Und die Uhrzeit können wir nicht in die Stadt gehen. Das ist so krass. Hättest du nicht gedacht, ne? Nee. Ja. Wir haben immer noch nicht das geschafft, was wir schaffen wollten. Wir wollten eigentlich nur Unterhosen kaufen für dich. So richtig schön, weil du deine bekackt hast. Wir sind angekommen. Du bist am Zittern ein bisschen, ne? Ja, ja. Ist das Foto was geworden? Boah, dein Daumen geht ja ab. Aber das Foto geht? Ja, ja, ist gut, danke. Okay. Freut mich, kein Thema. Schönen Tag noch. Dieses schöne Wetter. Ich habe gestern noch ein Video von dir geguckt, ne? Ich komme nicht von hier. Ich habe gesagt, ich werde dich sehen in Köln, ne? Ja, natürlich. Hi, was geht? Ja, kann ich dir einen Gefallen tun? Ja, ich kann kein Deutsch machen. Ja, kann ich ein Bild mit dir machen? Ja, klar. Du bist auch ein bisschen zittern, ne? Ja, ein bisschen. Kenn ich aber. Ich bin auch immer zu aufgeregt, wenn ich euch treffe. Ja, ich hab gestern noch in den Videos geguckt, auch noch von Anton. Ja, willst du von Anton auch ein Foto? Ja, hab ich schon gemacht. Ach, ihr habt es schon so undercover gemacht? Ja, ja. Ihr Ninja. Ja, dann schönen Tag noch. Jetzt ist schönes Wetter, ne? Hau rein. Ciao. Bis dann. Ciao. Geh was. Okay, gut. Dann hast du alles? Nee. Was brauchst du noch so? T-Shirts. Und Strümpfe? Ich hole mir noch Strümpfe. Okay. Strümpfe gehen mir immer aus, weil in der Waschmaschine verliere ich immer einen Strumpf. Echt? Seht ihr hier unten im Hintergrund? Der ist riesig. Ich mag solche Runde total gerne. Okay, wir haben es geschafft. Wir sind aus der Stadt wieder raus. Alter Stress, im Klamottengeschäft und da waren auch so viele Leute. Also tagsüber, gerade wenn Ferien sind und bei so einem schönen Wetter. Ja? Ja, klar. Wie geil. Machen wir alle eins zusammen, so ein Gruppenbild? Ja, ja. Okay. Ja, klar. Tja. Wir sind aus der Meile raus, aber hier sind immer noch Leute, die uns hinterher rennen. Bitteschön. Schönen Tag noch. Danke. Dankeschön. Tja, Simon. Wie ist das so? Ja, muss man mit leben, ne? Das ist ganz, ist okay. Und jetzt gehen wir essen? Jetzt sind wir wieder da beim Amt. Guck mal. Ach ja, hier. So, wir gehen jetzt noch was zu essen suchen, aber das Akku ist fast leer. Es kann sein, dass der Vlog nicht mehr hier weitergeht. Also falls ich nicht mehr schaffe, das Essen zu filmen, weil das Akku leer ist, dann wünsche ich euch jetzt schon mal einen schönen restlichen Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich sage einfach mal ciao. Falls wir noch was zu essen gehen, werde ich es danach einfach nochmal ranschneiden. Ciao. So, wie ihr gerade gesehen habt, hat der Anton gerade seinen Vlog beendet. Das mache ich jetzt auch. Falls ihr den Vlog von Anton sehen wollt, schaut bei ihm vorbei. Ja, und aus dem Grund würde ich mal sagen, ist mein Vlog auch zu Ende. Ja, ich hoffe, dir hat es gefallen, falls ihr alles nämlich noch rum da. Bisschen krass, wie viele Leute uns heute erkannt haben. Aber was denkt ihr darüber? Schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns morgen. Haut rein und ciao. Yes. Oh. Oh.